Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Sniper Elite 5 Multiplayer Modus, wie immer live auf Twitch. Neuerdings mit ein bisschen Husten, das ist ganz frisch dazugekommen jetzt hier in diesem Stream, weil ich immer noch leider ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich war gar nicht erkältet. Husten und Heiserkeit war das Einzige. Ich habe nichts gehabt sonst, kein Schnupfen, keine laufende Nase, nichts. Ja, hin und wieder ein bisschen Kopfweh. Aber das hat man auch ohne, dass man krank ist. Was auch immer das war, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht. Sitzt da oben wer? Ich glaube, das ist eine Attrappe. Oder das ist vielleicht auch einfach gar nichts. Das kann auch sein. Einfach nur ein Fake. Um uns dorthin zu locken. Ja, liebe Freunde. Nicht wundern, nicht böse sein, wenn ich hier ein bisschen husten sollte heute. Das kann jetzt die nächsten Folgen theoretisch und praktisch ein paar Mal der Fall sein. Aber ich habe jetzt ein paar Tage überhaupt nichts gemacht. Ich muss jetzt hier wieder ein bisschen aufholen. Ein paar neue Streams starten, ein paar neue Folgen produzieren. Denn ihr... Was ist das denn? Denn ihr wollt ja auch was sehen. Und ich sehe auch was. Ich hoffe, da sitzt jetzt keiner. Das wäre sehr peinlich. Also ja, Freunde, wir sind auf frei für alle. Kratos ist im Chat. Der ist auch hier. Hoffentlich, wenn du jemanden siehst, Kratos bitte Bescheid geben. Meine Augen und Ohren, die im Chat hier mitschauen. Denn wir sind nicht wirklich viele Leute. Es ist gerade Freitag, 12 Uhr. Nicht unbedingt der typischste Zeitpunkt, um Sniper Elite 5 zu spielen. Aber ich habe mir mal gedacht, wir schauen halt trotzdem mal kurz rein. Kratos schreibt, ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Falls du wen siehst, schrei. Außer ich schrei vorher, wenn er mich erledigt. Das kann auch sein. Aber es gibt noch einen weiteren Server und das war's dann. Oh, der Mike 80, der holt sich schon mal wen. Es gibt noch einen... Mike 80, hallo, im Laufen. Mach mir das mal nach. Schön. War da auch wer? Nee. Bin schon verwirrt. Aha. Okay. Gut. Ist das eh nicht der Server-Admin? Oh, scheiße, leider doch. Gut. Crisis. Ich habe auch gleich eine Crisis hier. Nämlich, dass wir gleich im Hauptmenü wahrscheinlich landen werden. Upsi. Mike, es tut mir leid. Du bist blöderweise genau an derselben Stelle doppelt gespawnt und ich war immer noch dort. Scheiße. Cool. Hat aber gut funktioniert. Holla die Waldfee, wer hätte das gedacht? Zweimal im Laufen. Cool. Und jetzt wird's kritisch. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich höre hier wen. Guck mal. Oder sind das meine eigenen Geräusche? Lauter drin kann ich nicht. Ah ja, was ich kurz mal nachschauen wollte. Spieloption, Anzeige, ist das hier? Grafikdetails? Wo ist denn die Helligkeit? Ah, hier. Ja, das ist bei 70, passt. Den war nämlich irgendwann mal bei 50 und normalerweise stelle ich die Helligkeit immer ein bisschen hoch, weil durchs Rendern, durchs Hochladen, durch die Konvertierung das Video ein bisschen an Helligkeit verliert und dann dementsprechend dünkler dargestellt wird. Und da schraube ich von Haus aus die Helligkeit ein bisschen hoch, damit man eben dann schlussendlich vom Video ein bisschen mehr sieht. Das ist der Sinn dahinter. Ich habe noch gesehen, da liegt was. Ich habe gerade eben noch gesehen, upsi, da liegt was. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und was mache ich, indem ich sehe, upsi, da liegt was? Ich habe leider eine Mittagspause. Macht nichts. Ich habe auch eine Mittagspause und zwar eine verlängerte. Bis 15 Uhr habe ich Zeit. Nee. Aha. Schau mal einer an. Ich habe Urlaub diese Woche. Ähm.
Also wenn das jetzt nicht wieder der Mark 80 war, dann weiß ich aber auch nicht. Tja. Kratos, mein Lieber. Vielleicht landen wir sowieso gleich wieder im Hauptmenü. Denn das war wieder ich. Kann ich dem schreiben? So, was soll ich denn schreiben? Sorry, Mike? So, da soll ich gar nichts schreiben? Ich schreibe einfach sorry, Mike. Wurscht. Jetzt kickt er mich erst recht. Na, ich hoffe nicht. Ich habe da schon immer so ein schlechtes Gefühl. Weil es ist schon so oft passiert, einfach dutzende Male 100 Pro, dass wir, wenn wir so gut waren, wenn wir blöderweise den Server-Admin, und das ist hier der Server-Admin, des Öfteren gekillt haben, dass wir dann wieder im Hauptmenü gelandet sind. Das ist schon öfters passiert. Und jetzt habe ich irgendwas im Auge. Sehr gut. Und deswegen habe ich hier immer so ein bisschen dieses Gefühl, diesen Hintergedanken, Vorsicht. Vor allem heute, wo wir genau zwei Server zur Auswahl haben, wäre das sehr blöd, wenn wir hier ins Hauptmenü geschmissen werden. Leider, das Kicken wegen Skill ist eine Frechheit, da hast du recht. Da hast du recht, aber dieses Thema haben wir schon so oft, das haben wir mindestens einmal in jedem Stream, was wahrscheinlich mindestens einmal in jedem Stream passiert, dass wir gekickt werden, weil wir entweder den Server-Admin eliminieren oder ein paar Leute zu viel eliminieren innerhalb kurzer Zeit. Aber da kann man eben nichts machen. Es gibt diese Rebellion-Server, nur da spielt nie jemand. Wir haben sie gerade gesehen im Hauptmenü, da sind 0 von 16 Spieler und ich habe dort noch nie irgendjemanden drauf spielen sehen. Da kann man vielleicht nicht einfach so kicken. Ich glaube, das ist er schon wieder. Ne, das war der Fokus, aber auch schön. Gute Pose gesucht, um sich zu verstecken. Direkt neben einem flammbaren Material. Das ist immer gut. Gut, jetzt geht da alles hoch. So, der V8 kommt. Jetzt kann es losgehen. Ich will hier gar nicht mehr sein. Okay, der V8 kommt doch nicht. Weil dieser Mike 80, der treibt sich immer hier rum. Und wenn ich jetzt ein viertes Mal kill, dann haben wir ein Problem, denke ich. Gehen wir mal ein Stück weiter, aber ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr runter, oder? Oh, oh. Aha. Und wo war der jetzt? Ja, Crisis ist auch noch hier. Hier oben? Ah. Hier oben. Granate wird wohl nichts, oder? Haben wir überhaupt welche? Nee, leider nicht. Scheiße. Nö, ich kann da nicht rüber. Das ist das Problem. Ich kann nicht rüber und der kann nicht rüber. Ich kann runter. Das ist eine Option. Aber bringt mir die viel? Oh Gott. Es tut mir leid. Aber der macht's mir auch nicht unbedingt schwer, oder? Ich glaube, das muss man dazu sagen. Der macht's mir nicht unbedingt schwer. Der will ja direkt gekillt werden. Das ist ja unglaublich. Ich meine, gut, die zweimal da drüben, ja. Oh, oh. Scheiße. Komm, lauf weiter. Lauf weiter. Direkt in die Mine. Ah, ich glaube, er läuft zurück. Ich glaube, er läuft leider zurück. Das ist der gerade gejoint ist. Scheiße. Ich hätte gedacht, er läuft einen Schritt weiter direkt in die Mine. Das wäre ja perfekt. Dann hätten wir den nämlich auch gekillt. Dann hätten wir 6 zu, keine Ahnung, 3. Na gut, na gut, na gut. Jetzt stehen wir hier. Andere Front. Andere Seite. Selbe Spieler. Ah, Mike 80. Holt sich den Fokus. 4 zu 6 steht's da. Naja. Von den 6 Toten sind wahrscheinlich 4 durch mich. Oder 3. Sagen wir mal 3. Ich glaube 3 waren's.
Zweimal beim Laufen, einmal dann nachher noch. Ich bin froh, der Server füllt sich ein bisschen, auch wenn immer noch die Hälfte frei ist. Am liebsten spiele ich natürlich auf einem komplett vollen Server, wo wirklich 16 Spieler sind. Aber wie gesagt, wir haben Freitag 12 Uhr und nachdem wir hier auf einem EU-Server spielen, ist es hier überall so circa 12 Uhr. Bei manchen mag es vielleicht jetzt schon 14 Uhr sein, bei manchen ist es vielleicht erst 11. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier nicht Abend oder nachts, wo die Server halt automatisch immer mehr befüllt sind oder wo automatisch mehr Leute spielen, weil das halt eben die normale Zeit ist. Oh oh. Mine. Huch. Na, apropos Mine, vielleicht eine gute Idee. Gut, die da einzulegen, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war, aber egal. Jetzt liegt sie hier. Und wer ist leider da drüben so rum? Na, ob das gesund ist, weiß ich auch nicht, sich da hinzustellen. Oh, oh, oh. Freunde, ich habe schon gesehen, was da auf uns wartet. Vor allem ist auch schon ein älteres Game, schreibt Kratos. Das auf jeden Fall, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, in einem Battlefield beispielsweise. Oh Gott, ist das wieder unser Freund? Nee, das war nicht unser Freund, das war der Predator, auch schön. In einem Battlefield beispielsweise gibt's sicherlich mehr Spieler, auch wenn das auch schon ein älteres Game ist. 2042 war das letzte? Nee, ich weiß gar nicht, was war denn das letzte Battlefield? Keine Ahnung, habe ich nämlich nicht mehr gespielt. Nur ein bisschen. Ich glaube 2042 war das letzte. Aber einfach, weil das viel mehr Leute spielen als ein Sniper Elite. Aha. Und wir haben hier schon noch ein paar Leute. Es sind oftmals immer wieder dieselben, aber die Zielgruppe ist halt eine ganz andere. Das muss man dazu sagen. Hier spielen vielleicht ein Bruchteil der Spielermenge als in einem Battlefield oder in einem COD beispielsweise. Weil das Spiel einfach nicht so bekannt ist. Und weil man hier natürlich auch lange, lange Zeit in der Kampagne verbringen kann. Aha. Gut, das war jetzt sehr peinlich, dass wir das nicht getroffen haben. Was macht denn der dort drin? Liegt eine Mine auf jeden Fall. Achtung, da hinten steht auch wer. Okay, das sieht hier sehr spannend aus. Ich glaube, da können wir uns ein paar Kills holen. Ja, lauf genau dahin. Super Idee, Mann, lieber. Super Idee. Dann war es ja doch nicht so scheiße, dass wir die Mine dort platziert haben. Sehr gut. Boah, ich freue mich. Super. Also ja, Kratos, das kommt natürlich dazu. Das Spiel ist schon etwas älter, das stimmt. Oh. Es ist gerade ein sehr untypischer Zeitpunkt. Und ich hoffe, ich darf die letzten 4 Minuten im Spiel noch bleiben. Und Sniper Elite 5 spielen generell nicht so viele Spieler. Es ist ja, glaube ich, über ein Jahr vergangen, bis ich überhaupt ins Spiel reingekommen bin. Ich habe ja erstens die Kampagne gespielt, dann haben wir alle DLCs gespielt, da war ja irrsinnig viel los und dann irgendwann mal habe ich mich an den Multiplayer gewagt. Wenn ich da von Anfang an dabei wäre, dann wäre die Sache vielleicht auch eine ganz andere. Vielleicht gab es am Anfang 100 Server, wer weiß das schon, und nicht 5, wie jetzt. Ich wundere mich, dass wir hier gerade an Platz 1 sind. An einem Frei für alle. Wenn wir diese Runde gewinnen. Es ist noch ein bisschen Zeit. Mike 80 hat sich gerecht. Wenn wir diese Runde gewinnen. Ich glaube, dann ist das die erste Runde überhaupt. In einem Frei für alle, die wir gewinnen. Aber Mike 80 holt auf. Hat zwar 6 zu 11. Aber das macht nichts. Der braucht nur 9 Kills und hat mich schon. Nur der Erste wird hier gewinnen. Und es kann nur einer Erster sein.
Hüstili, Hüstili. Traue mich gar nicht mehr, mich zu bewegen jetzt. Ah, Ranke ist hier. You kill my heart silently with love. Was ist hier los? Das kann leicht passieren, dass ich jemanden ins Herz schieße, weil ich habe ja selbst keins. So, wo ist der gerade hingelaufen? Hallo, hallo? Da hinten war jemand. Ich schieße hier mit Kugeln. Ranke, ich bin nicht Amor, der mit seinen Pfeilen schießt. Gibt's eigentlich einen Bogen? Ich glaube nicht. War da drüben nicht einer? Nee. Wir haben noch 1 Minute 40. Mike 80 isst uns auf den Fersen. Hoffentlich bleibt er auf Abstand. Die Möwen drehen durch. Ich auch. Ui. Mike 80 holt sich noch einen Kill. Das ist nicht gut. Man bräuchte theoretisch noch 2 Kills. Denn wenn er jetzt 8 hat, steht er unter uns, weil er schon 11-mal gestorben ist und wir 4. Aber 2 Kills in einer Minute ist nichts Unmögliches. Das schafft man. Verbreitet die Liebe, Mann. Ja, dann schieße ich ab sofort mit Amors Pfeilen anstatt mit denen hier. Mein lieber der Ranke. Und Kratos schreibt, COD-Server gibt es viele, weil es eben Millionen Spieler gibt. Ja, und das ist eben ein großer Unterschied gegenüber Sniper Elite 5. Ich glaube nicht, dass da Millionen Spieler sind. Man kann sich die Stats sicher anschauen. Da gibt es ja verschiedene Vergleichsseiten, wie SteamDB beispielsweise. Und wenn man dort mal das neueste COD sucht und das dann mal vergleicht, oder vielleicht auch ein COD, das vielleicht schon seit 2-3 Jahren auf dem Markt ist, und das vergleicht mit Sniper Elite 5, da wird man sehr deutliche Unterschiede sehen. Vor allem auch mit den Spielern, die derzeit noch spielen. Ich weiß nicht, wie viele hier derzeit noch spielen. Und selbst wenn dort steht, es spielen 2000 Sniper Elite 5, sind vielleicht 1000, die nur die Kampagne spielen, derzeit. Denn die ist ja sehr umfangreich. Wie lange dauert eine COD-Kampagne? Huch! Was ist hier los? Zeichnen? Was heißt das? Warum steht hier nicht Sieg? Erzielen in einem Spiel den weitesten Schuss. Hier steht Zeichnen. Das hatte ich ja noch nie. Aha. Wir sind der Meister-Assassine mit der goldenen Krone. Und wir haben die Runde gewonnen. Aber auf jeden Fall, warum auch immer da Zeichnen steht, ich habe keine Ahnung, wir haben diese Runde gewonnen.